Nach langer Pause darf ich euch nun recht herzlich zurück willkommen heißen bei Total War Warhammer 2. Ja, dieses Let's Play wird noch natürlich weitergeführt. Gab jetzt nur eine kurze Pause einfach, da die Zeit nicht da war. Darum kam eben Portal als kleines Zwischenprojekt da im Uploadplan vor, aber jetzt geht's ganz normal hier wieder weiter. Mittlerweile habe ich auch einen Mod installiert, der eigentlich das hier entfernen sollte. Glaube ich. Ich habe nur einen weiteren aktiviert, weil ich mal in die Modliste geschaut und gesehen, dass dort eben noch einer unaktiviert ist. Ich habe aber gar nicht nachgeguckt, was der macht. Er ist auf jeden Fall in der Modliste drin, die ihr unten in der Beschreibung findet. Aber im Notfall, wenn das nächste Runde immer noch da steht, schaue ich einfach mal nach. Na gut, wo sind wir stehen geblieben? Das ist hier natürlich die Frage. Wir müssen hier auf jeden Fall das noch einnehmen. Der rekrutiert hier. Na, da habe ich keine Lust drauf. Dann greifen wir mal an. Machen wir erstmal dich. Habe ich mit dem Blitzschlag? Mit ihr? Ihm? Nö. Haben wir eine Wahl? Eigentlich auch nö. Na gut, schauen wir mal, wie es wird. Gleich geht's wieder ins Gefecht. Ohne Pause hier. Na gut, wir sehen uns gleich. Ja, 9, da warten wir mal ab. In der Hoffnung, wir kriegen mehr und in der Hoffnung, der Bug wurde gefixt. Ach, das wurde immer noch nicht gefixt. Ja, was machen denn die Entwickler von dem Spiel? Na gut, wir wissen erstmal nicht, wo der eine Kommandant steht. Wir sehen den noch nicht, das ist schade. Jetzt ist die Frage, wollen wir die hier gleich abfangen? Es würde Sinn machen. Er will es eigentlich nicht. Macht keinen Sinn. Weil wir sind auf Fernkampf ausgelegt und da macht das weniger Sinn. Aber wenn der von dort kommt, können wir uns mal hier positionieren, dass wir den Hügelvorteil ausnutzen können. So, ihr seid unerschütterlich, das heißt, ihr kämet als nächstes in die Nahkampffront rein und ihr dahinter. So, was haben wir denn hier? Du bist Zauberer mit Schwert. Du sollst hier mal rein und du bist reine Magierin. Mal gucken, von wo der Lord kommt. Wir gehen mal ein bisschen. Oh, wir haben hier noch. Oh ja, stimmt, wir haben hier noch. Hier, Schwert des Kane. Gar kein Ding dann. Ich möchte nicht, dass der hier auf einmal aus dem Wald kommt. So, ja, Balance Bar. Oh ja, der kann natürlich auch gerne erstmal mit sein. Reitern kommen. Da unten bleibt er. Das heißt, hier ist der Kommandant. Das bedeutet, wir gehen. Vielleicht mal so. Hoffen wir mal. Okay, hier ist er. Dort. Heißt, wir dürfen uns gleich auf ein bisschen Beschuss einstellen. Ja, ja, komm, hopp. So, ja, ihr müsst noch rennen. Ja, ja, schießt mal. Und ihr werdet dann versuchen, den Greifen niederzumachen. Ja, der Adler ist ein großes Problem. Oh ja, der wird schon beschossen. Okay. Jetzt kriegst du hier mal noch so. Ja, das sollte jetzt kein Problem darstellen. Ich weiß nicht, möchte ich schon? Nö, eigentlich noch nicht. Kannst du überall? Nein.
Das wäre auch zu schön gewesen. Weil wir könnten hier mal sowas machen. Wobei, wir sind im Vorteil. Ich sehe hier keinen Grund dazu. Naja, the enemy is casting spells. Schön für die Enemies. Schießt du mal da hinten drauf. Du sollst schießen. Ah, ja, sehr gut. Was bist du? Ja, du rennst weg, das ist egal. Er geht hier mal da drauf und ihr da drauf. So ein Munitionsproblem sehe ich nicht. Vor allem nicht bei denen. Bei dir schon mehr. Warum? Ach Gott. Muss das sein. Und ich nehme ja fest. Nee, geht immer mal darauf. Hier können wir noch. Sehr schön mit Zaubern auch. Das wollte ich jetzt nicht. Sehr gut. Dann können wir das machen. So will ich es auch nicht. Ja, so. Jetzt. Gut, du bist weg. Jetzt kann sich meine Nahkampffront aber mal ein bisschen anders aufstellen. Du kannst jetzt auch in den Nahkampf rein. Und ihr geht mal bitte da hinten drauf. Genauso wie du näher gehst. Oh, komm. Wir versuchen es einfach mal. Bist du auf dem Pferd eigentlich? Ich glaube schon, oder? Ja. Das heißt, wir können hier erstmal das machen. Und jetzt können wir hier einfach mal so. Ja, so. Genau. Oh. Das können wir mal machen. Wir können das stärken. Sollen sie mal was dagegen machen? Ja, das kannst auch weiter hier drauf gehen. Ja, das ist jetzt kein Problem mehr. Wir haben hier sogar noch mal so ein Schockding hier rein. Erhöhen noch mal hier. Ja, du kannst da weiter drauf gehen, das schaffst auch du mittlerweile. Gut, jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Ja, wir rennen schon. Ich gebe der KI mal wieder die ganzen Einheiten. Um sie noch niederzuschießen, weil ich weiß jetzt gar nicht, war das der Angriff auf die Siedlung? Ja, geh du darauf. Ja, Munition aufgebraucht, ist egal. Aber gut, das sollte reichen. Ja, knapper Sieg. Passt. Bin ich zufrieden mit. Sehr, sehr schön. So, wir nehmen ja die 11%. Weil wir müssen ja noch hier was einnehmen. Und ich sehe gerade. Einen Moment mal. Hier. Ihr seht jetzt gerade schwarz. Ich weiß. Aber. Wobei, vielleicht seht ihr nicht schwarz. Vielleicht edite ich das so, dass ihr das letzte Bild seht. Aber kann der mal. Ah, jetzt seht ihr. Okay, jetzt passt. Ich war noch im falschen Tipp bei OBS. Gut. Dann gehen wir gleich hier drauf. Weil der hat ja keine Streitmacht mehr. Genau. Nehmen das ein. Und damit. Master of Magic. Was wäre es im Kampf gestorben? Keiner von uns, oder? Oh nö. Gut, als nächstes nehmen wir noch das hier ein. Damit uns dann die komplette Provinz gehört. Dann haben wir aber auch noch einen Job im Süden.
Uns gehört hier die ganze Provinz. Okay, wir müssen hier erstmal zurückschlagen. Ich denke, dass ja, das ist kein Problem. Aber wir könnten wieder einen gefangen nehmen. Ist ja keine schwere Schlacht. Ja komm, nehmen wir einen gefangen. Weil es gehört ja auch zur Story-Aufgabe, Atel Tamar auszubauen. Gut, das geht jetzt sowieso relativ schnell. Er positioniert sich alle Einheiten in der Mitte, dann machen wir das ihm gleich. Hier, wo kommt denn seine Bestien? Er hier. Dann positionieren wir euch hier. Euch hier drüben. Oh, wir haben immer noch die schlechten Einheiten-Bogenschützen. Gedacht, wir haben mittlerweile für hier unten die guten. Also klar, wir haben das Regiment of Renown, aber das meinte ich jetzt nicht. Ja, hier können wir sowieso vorgehen, weil der kann nichts dagegen machen, der hat keinen Fernkampf. Dich dahin. Dich dahin. Du bist Nahkampf, dann geh mal hier hin. Oh, Nahkampf auf dem Pferd. Warum habe ich den denn auf dem Pferd gesetzt? Na gut. Ich habe mir irgendwas sicher dabei gedacht. Wo stand hier gute Reichweite? Keine Ahnung. Und dich da drüben hin. Ja, keine Ahnung, ob du was machen kannst. Oh, Führerschaft. Ja gut, dann zumindest das. Da drauf, da drauf. Denkelmodus ist drin. Der Rest passiert dann schon irgendwie von allein. Ich muss mal gucken, was ist denn der General da? Ja, perfekt. Weil du dich mal hier hin. Du darfst weiter auf die feuern. Ja gut, du hast einfach hier ein Bauernopfer vorgeschickt. Dann darfst du mal hier drauf gehen. Du kannst mal hier drauf, der Sieg ist nahe. Ja, ich weiß. Muss mal gucken, nicht dass er wieder stirbt, aber so, wie sieht's aus? Ja, ihr rennt schon. Perfekt an der Stelle. Geh du mal da drauf. Du kannst mal. Ja, du kannst dich eigentlich mal so hinstellen, weil da wird jetzt gerade keiner kommen. So, du hast noch 1000. Hier funktioniert eine Leertaste, macht keine Pause. Oh Gott. Ja, du bist Ansturm, Abwehr und Experte, das ist sehr gut. Du bist hier. Du fliegst einfach mal hier drüber. Mal gucken, was er macht. Generell frage ich mich auch, was die machen. Ui. So, unser Erzmagier kann hier mal was droppen. Haben die auch nur vor, hier zu schießen. Geh mal da drauf. Und jetzt kannst du mal festnehmen. Na komm. Na danke. Gut, damit haben wir das geschafft. Hier geht's da drauf. Du kannst da drüber. Flieg mal da drüber. Dann lassen wir dich im Sturzflug darunter segeln. Du da drauf. Du da drauf. Du gehst mal in Plänkelmodus. Oh, du bist da. Du bist hier ganz lustig. Geh du mal da drauf. Ja, ich weiß, die kommen jetzt.
Spearmann. Ja. Spearman! Hier sieht's noch ganz lustig aus, so. Schieß mal darüber. Aber war ja eigentlich. Ich geb's der KI. Also die, das wird sie jetzt schon packen. Wir wollen ja auch nicht die komplette Zeit irgendwie damit verschwenden. Aber das sieht doch ganz gut aus, wenn ich das hier unten so ansehe. Oh, was ist denn da mit dir passiert? Na komm. Sehr gut. Das war's. Das ging doch jetzt schnell. So, oh, wir kriegen sogar einen Banner. Sehr schön. Und Erfahrung, die interessiert uns hier nicht wirklich. Unbedeutender Gefangener. Oh, okay, der wird gleich hingerichtet. Na gut, soll mir auch recht sein. Dann lädt das Spiel erstmal wieder. So, wir gehen gleich wieder zurück, um einfach die Einheiten auftanken zu lassen. Gut. Unzugewiesene Fähigkeitspunkte. Mal gucken. Wer möchte, wer hat noch nicht. Du bist Erzmagierin. Das kann jetzt jeder sein. Ich habe leider komplett vergessen, wer wer ist. Aber du kriegst mal. Ja, oder ich guck einfach. Ah, du bist. Okay, du bist sie. Dann kriegst du was für das. Ich habe keine Ahnung, ob die da waren. Also ob wir welche mit dem Rang schon haben, aber gut. Rekrutierungskosten. Oh ne, oh ne. Meister der Pein, dann nehmen wir noch Blitzschlag mit und dann Unterhalt. Dann lassen wir das da oben. Und das hätte sowieso nichts gebracht. Sehr gut. Dann geht's weiter. Ja, ausbauen können wir gerade nicht. So, du. Einfach mal die Waffenstärke. Siedlung könnten wir ausbauen. Macht. Ja, minus 8. Das schaffen wir nicht zu halten. Aber es bringt. Ja, wobei, wir wollten doch irgendwas Teures ausbauen. Ich weiß noch nicht mal was. Machen wir hier erstmal. Okay, hier, das können wir gleich ausbauen. Warum können wir das nicht ausbauen? Achso, weil wir hier noch Stufe 3 brauchen. Wann ist denn das soweit? In 3 Runden, okay. Dann bauen wir einfach mal das aus. Das bringt mehr Geld. Und geht nicht kaputt. So, dann richten wir noch Leute hin. Oder wollen wir ihn hinrichten? Na, wir indoktrinieren. Achso, das könnten wir auf Stufe 2 bringen. Ja. Nee. Achso, das. Ah, wir würden es auf Stufe 2 bringen, okay. Ja, machen wir das einfach. Ja, okay, jetzt fehlt eins. Ja, danach machen wir das. Dann haben wir fast alles auf Stufe 1 zumindest. So, du bist 45. Ja, dann passt das. Gehen wir erstmal in die nächste Runde. Eroberungen erfüllen die Herzen eurer Feinde mit Furcht. Meine auch.
Die Weisesten unter ihnen wissen, dass das Schicksal auf eurer Seite ist. Das habe ich vorausgesehen. Sehr gut. Ja, hier passt dann alles. Gucken wir mal nach oben. Du wirst wahrscheinlich... Oh ne, du baust noch hier keine Armee aus. Wie ist denn unser Stärkeverhältnis? 21, ja. Oh, du willst immer noch keinen Frieden. Also ich hätte ja auch keinen angeboten, aber... Wundert mich dann doch. Wir gehen hier runter und nehmen das ein. So der Plan. Oh, jetzt könnten... Will ich das? Oh, wir können jetzt auf jeden Fall mal wieder forschen, gell? Yay. Was nehmen wir denn dann? Nehmen wir das. Damit fängt es mal an. Gut, ja, warum eigentlich nicht? Schalte dann auch gleich Stufe 3 frei. Wir haben das Geld. Können wir machen. Wie sieht es hier aus? Ja, brauchen wir gerade nichts. Gut. Dann wieder Fähigkeitspunkte. Oh, ein Riesenadler. Das ist sehr gut. Wieder die Plattenreste. Ja gut, mehr geht auch nicht. Ja, du kriegst einen Riesenadler. Wollen wir noch was verbessern? Achso, wir bräuchten ja noch für den Talisman. Können wir das oben irgendwie bauen? Ne, weil das ist vorgeschrieben. Das möchte ich schon machen. Und das auch. Vielleicht dann hier. Dass wir die Wölfe bauen können. Wie sieht es generell hier aus mit unserer Armee? Ja. Ah, okay, ihr seid die Glaubensträger. Sind die Himmelfalken? Hm. Ja, ja. Gut, dann geht's gleich in die nächste Runde. Oh, eine Konföderation mit Avalor. So, wir nehmen auf jeden Fall was, wo wir plus 1 kriegen, weil dann... Dann können wir eins ausbauen. Chulanda, wer war Chulanda? Hört sich an wie meine Erzmagierin vielleicht. Wenn wir davon ausgehen, dass es die ist. Macht das hier, glaube ich, am meisten Sinn. Warst du Chulanda? Ja. Sehr gut. Mal richtig geraten, wer ist. Dann, oh, schwebendes Tor. Ja, will ich das ausbauen? Muss ich mit dem Angriff rechnen? Ich glaube nicht. Hier hinten hingegen. Gehen wir weiter dahin. Jetzt hat er eigentlich auch keine Chance mehr, das zu verteidigen. Weil ich sehe keine. Das heißt, Avalor gehört jetzt dazu. Oh, damit bist du ein ziemlich mächtiger Verbündeter. Wir sind uns doch gut gesandt. Ja. Naja, das können wir beide vergessen. Der Rang 3. Oh, ich bin 15. Gar nicht mal so schlecht. Wenn ich noch dran denke, wie es angefangen hat hier, die Kampagne. Wenn wir schon von Kampagne reden, was sind denn noch unsere Aufgaben? Ja, wir müssen die Provinzen halten. Ach, wir müssen nur 2 davon. Ah. Okay, das heißt, wir müssen die hier alle... Das ist wahrscheinlicher, dass wir das schneller hinkriegen als das hier. So, wir könnten mal unten anfangen. Denen die Sachen abzukaufen, das wäre eine Idee. Wie sieht es denn hier von der öffentlichen Ordnung aus? Korruption sinkt. Sinkt die auch, wenn ich hier bin? Militärischen Zugang nehmen wir mal, weil dann verbessert sich das ja automatisch.
Und wir brauchen jetzt die Gruftkönige GS oben. Kimri. Wie heißt denn die Siedlung? Irgendwas mit G? 19.000 wollt ihr dafür? Ja, genau. Ja, gar nicht übertrieben. Na gut. So, du kannst... Deine Zauber sind alle voll ausgebaut. Das macht dann keinen Sinn. Dann nehmen wir noch den Streitwagen. Und nehmen... Die ganz wichtige Funktion von Technologie stehlen. So, Siedlung können wir ver... Ja, ich wollen wir nicht verbessern. Ab in die nächste Runde. Und die nächste Konföderation, die machen hier alle miteinander irgendwie. Kommen, aber wir müssen uns alleine hier durchkämpfen. Sehr schön, jetzt können wir hier ausbauen. Wir nehmen mal die Verteidigung. Und die Speerschleuder. Hier oben. Lässt du mir bitte mal hier mein Teil. Sehr gut. Das ist kein Problem. Besetzen. Und damit haben wir die erste Hochelfenprovinz und gehen auf... Wie viel machen wir denn durch Handel? Da mal minus 10%. Das können wir hier jetzt auch aufrüsten. Und hier müssen wir noch warten. Dann können wir aber hier mal das bauen. Gut, wie sieht es hier unten aus? Das können wir jetzt auch ausbauen. Das auch. Zudem, ja, dich lassen wir. Fähigkeitspunkte für unseren Lehrmeister. Okay, der ist auch oben. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Und dann nehmen wir noch eine Geschossresistenz, damit, wenn der beschossen wird, länger überlebt. Das können wir auch mal bald ausrotten. Jetzt könnten wir überlegen, hier mit den Frieden zu schließen. Wir haben ja das, was wir wollten von denen. Und damit sind wir auch unserem Kampagnenziel ein Stück näher gekommen. Na, möchtest du... Will dich anmelden, ja. Okay, du willst keinen Frieden. Gut, dann... Dann darf Tyrion dich zerstören. Wer ist denn das? Ne. Wo ist er dann? Du bist hier. Okay. Warum hat der... Ich frage gar nicht die KI wieder. Jetzt müssten wir noch... Was müssen wir jetzt noch sichern? Dich hier. Das sind zwei Siedlungen. Wir könnten auch versuchen, die einfach abzukaufen. Und hier... Dich brauchen wir, glaube ich, noch, gell? Ja. Wie heißt denn die Fraktion? Ja, und wie wahrscheinlich ist es denn, dass die mit uns ein Abkommen macht? Weil ich würde gern was versuchen. 51 und du bist 57, ja gut. Hier gebt ihr euch nicht. Dann, da das hier nur zwei sind, versuchen wir uns mal hier mit denen ein bisschen einzuschleimen mit Einfluss. Das wäre hier, wenn ich noch... Ja, 51, das hört sich gut an. Verbessern wir mal, bis wir... Ja, wie viel? Ja, 140 haben wir noch. Auf wie viel gehen wir denn jetzt mit denen? Mal kurz noch nachgucken. Auf 192, genau. Ganz normal. Gut, dann gehen wir noch in die nächste Runde.
Sehr gut. Dann war's das aber auch schon für diese Folge von heute. Aber ja, wobei, komm, wir vergeben noch hier schnell die Punkte. Das kriegt... Ja, mal so ein Geschoss und was machst du? Das brauchen wir nicht. Aber nehmen noch hier das. Damit wir mehr Magie der Winde haben. Gut. In der nächsten Runde konnten wir hier ausbauen. Oh, was seid ihr denn? Wächter von Astaril. Hatten wir euch schon die ganze Zeit? Ja, der kommt mir neu vor. Oh, und wir können... Okay, wir können jetzt hier auch die Schwestern bauen. Das heißt, wir können die auch unten anwerben. Schwestern oder Grenzen erweitern? Das ist hier die Frage. Aber gut, die stellen wir uns dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Ich hoffe, ja, für die Leute, die es aktiv verfolgen, das Projekt, war die Pause nicht schlimm. Für Leute, die das in einem halben Jahr sehen, die haben davon gar nichts mitbekommen. Aber dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Keine Sorge, der kommt wie gewohnt in 2 Tagen. Macht's bis dahin gut und habt eine schöne Zeit. Ciao.